Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Link Dev Pro Past. Los geht's. Und so. Und wir spielen weiterhin mit Zelda. Ne. Und unserem sehr männlichen, weiblichen Helden Zelda. Zelda ist doch immer der Typ gewesen, oder? Ja, ja, der in grün. Ja, ja. Aber. Oder in pink. Ah, das ist nicht eigentlich eine Frau? Nee, keine Ahnung. Ich find's fast. Zelda so ganz. Das Spiel ist so komplex. Das Spiel ist viel zu komplex. Definitiv. Es ist BAM! Hast gesehen, wie ich ihn geklatscht hat. So, gucken wir mal gerade kurz auf die Map. Wo sind wir? Wir sind zu Hause. Ja, definitiv. Jetzt würde ich mir auch so zu Hause, wenn ich das immer sehe. Mal schauen. Eigentlich waren wir ja schon überall. Wobei, waren wir da schon? Boah, du willst ja nur diese Mondperle, ne? Ja. Geh mal hin. Okay. Mal spielen! Wie geht das? Wie hast du das verlegt? Ja, der ist steuern. Du hast das nicht hier, ne? Da ist A oder B. A und B ist links, cool. Rechts. Hattest oder du ja X ist Karte. Oder auch nicht. Nee, X ist Karte. Hier ist hier Mitte steuern. Ja, 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 klar. Und Karte ist wo? X. Wo ist X? Da drunter. Ah. Genau. Cool. So, dann mach mal. Oh, scheiße, Mann. Nee, oh geil. Dann geil. Geht da nicht zu viel Zeit drauf, die Mondpeile zu finden. Naja, aber weißt du denn, wo sie ist? Sagen wir es mal erstmal so, weil... Und sollte ich wissen, wo sie ist? Ja. Dann weiß ich selbstverständlich, Bene. Wo war Y? Y ist da unten, oh, Y. Oh, hier. Oder meinst du Menü öffnen? Nee, ach so, das. Y. Werfen, ja, ja. Also du weißt es nicht. Nee, eventuell habe ich eine Vermutung, aber ich glaube, das ist totaler Schwachsinn. Das ist nur so, weil ich sonst nichts weiß. Macht Sinn. Was ist denn deine Vermutung? Der alte Sack, dem ich durch die Höhle geholfen hat, der hatte doch irgendwie noch irgendwas gesagt, dass er mir hilft. Das macht es sogar ein bisschen kniffliger. Das ist ja alles immer auf der... Moment. Rechten Seite? Boah, jetzt sind da drei. Tschüss. Und du hast voll gefestet. Boah. Das ist echt ein bisschen heftig so. Wo war jetzt. Ah. Ich würde das Herz erstmal nehmen. Ah. Ich muss überlegen. Nee. Herz. Nö, das will dann neben dem Schild sein. Aber dann wäre es wieder ultra, weil ultra schwer. Das brauche ich ja nicht. Okay. Du musst nicht hier halten. Ja, das ist wieder das ein Problem, ey. So, der Alte gibt mir Energie zurück. Also nein. Ich mag diese Glitzereffekte, die fand ich früher schon ziemlich geil, ich finde sie immer noch geil. Hey Alter, fühl mich einfach auf, weil du es kannst. Bimbo. Naja, er hat mit dir dasselbe, was die Fee immer macht. Was so? Nur er halt jetzt. Okay, da lag ich dann ja mal gar nicht so falsch. Also ich wäre zumindest zum Alten hingegangen, weil das so der einzige Anhaltspunkt ist, den ich habe. Und dann wäre ich hier irgendwie gelandet zumindest. Aber ich bin halt voll alleine. Oh geil, ich halte da immer gedrückt. Hey. Tschüss, die sind auch neu. Die kleinen Hopsies. Ah, der Standard. Ich den, so. Ah, ja. Ich nehme mich einfach mit. Boah, bin ich die Böse. Tschüss. Oh, der ist weg. Oh. Ach, da war ja was. Ach du Scheiße, hier, okay. Ja, ja. Achso, ja. E. Boah, aber ist trotzdem doch so blöd. Ich hätte es einfach auf Dings nach unten gemacht. Steuerkreuz nach unten hätte ich ja schon gemacht. Ich fand es jetzt so einfach. Ja, so geht's auch. Gewöhnt man sich auch schnell dran. Ist für mich vor allem Gewöhnung, weil ich... Weil du es immer so machst. Ja, Ego-Shooter ist immer auch E-Aktionstaste. Achso, okay. Dann gehen wir mal in den tollen Hera-Palast. War doch da drin. Naja, du hast... Im Hera-Palast ist immer so eine Hauptwaffe.
Also ist immer die große natürlich, Truhe. Die eine, vergessen. Die große Truhe habe ich gar nicht geöffnet, ne? Ja. Stimmt. Macht Sinn. Okay, also da hätte ich jetzt lange rumgerätselt. Deswegen, also... Ist das hier, ist das wäre scheiße. Das ist so einfach, wenn man was vergisst, ist das dann so... Da hängt man Ewigkeiten dann darum. Das hat er mir getan. Oh, okay. Dieses Feuer auf mich gemacht. So, also hier so müsstest du was machen. Du kannst natürlich umstellen erstmal. Oh, umstellen könnte ich es machen. Die Löcher. Feuer, Feuer, Feuer. Oh, der hat sich selbst verabschiedet. Coole Sache. Dich passt auch. Ja, ich auch. Der eine da, der da ist, wäre jetzt so das einzige, was für mich Sinn macht. Das kann einfach nicht dauern. Und du musst ja im Prinzip, unten ist ja die Truhe, ne? Ja. Also musst du ja irgendwie nach unten, ne? Ja, also in ein Loch rein. Ja, und welches? In das oberste, ja, da. Das fiese ist ja, wenn du vorher den Stern nicht machst, ist das eine andere Position. Aha. Und noch was, ich glaube, man muss von oben runter. Wenn man so runter geht, passiert das hier. Oh, okay. Also wenn man nicht mal von oben runter fällt, fällt man nicht direkt. Wie von hinten. Ganz oben? Also von oben des Lochs, von oben runter. Ach so, ah, okay. Und dann landet man auf die Sterne. Ach so, das wird ja automatisch dann schon ziemlich. Also da hinten an der Wand die Risse. Ja, die sind nicht. Wirklich nur Attrappe, also die Risse. Okay. Die sind nur wohl zur Verwirrung da. Hui, yeah. Ja, sehr schön. Dann haben wir auch den Zauberspiegel. Dieser kleine Freund. Und jetzt kommen wir nämlich diese... You found the moon pearl. Yeah, this protects the hero from changing effects of the power. Dann passiert nämlich, dass ihr das gewiss. Oh, das kommt gerne. Und noch eine Sache. Die wollte ich, die habe ich auch später herausgefunden wollen. Okay. Das fand ich einfach witzig. Das müsste hier irgendwo gewesen sein. Nein, dann vielleicht einmal kurz noch der magische Stern. Oder das oder das. Der kleine Held in kurze Mütze. Und so. Was? Was? Der kleine Putzel wird sie hält. Das muss es irgendwie hier gewesen sein. Okay. Nö. Man konnte auf jeden Fall dann in den Krug rein und dann ist man immer weiter runtergefallen und ist dann am Ende bei so bei den Feen wieder gelandet. Okay. Nur dann muss es ja einer eigentlich gewesen sein. Oder da oben. Der, oh, fuck, ja, natürlich. Weil dafür haben wir ja die Eckendinger da. Ja. Weil das sonst das andere macht alles nämlich gar keinen Sinn dann. Und muss es der hier gewesen sein oder der da links da. Ja. Naja, der da oben und dann wird es klar. Komm, jetzt bin ich. Jetzt wissen wir das auch. Du warst ja da oben, ja, und dann konnte man gar nicht ausnehmen, dann nämlich irgendwann mal einfach alle Löcher ausprobiert. Weil ich dachte, ach, komm. Ich will noch wissen, wie die anderen mich hinbringen. Und ja, genau. So, klasse. Genial. Und noch einmal. Und noch einmal. Und dann landest du einfach wieder ganz am Anfang. Ja. Achso. Nee. Hure mich dich an. Verschwinde. Was? Das ist nämlich das Witzige, das konnte man nämlich ja schon sehen, weil hier diese geile Teleporter drin war. Ich hatte mich schon gewundert, ob der später. Ah nee, genau. Das ist auch noch gut zu wissen. Weil dann spart man sich das Ganze zurücklaufen.
mit dem Spiegel oder was? Enter. Ja, ja. Mit dem Spiegel kommt man am Anfang vom Dungeon wieder raus. Genau. Ja. Das kann manchmal sogar ziemlich nützlich sein, wenn man draufgehen will. Ja, okay, cool. Ja, dann vielen Dank, ja. Hui. Ja, ja, Perle. Dann schauen wir und voll Energie und den geilen Spiegel. Und das lustige Hüpfespiel mit Zyklopenhause. Der würde ich treffen. Ja. Nee. Ja, die sind gut drauf, ne? Ich stelle mir aber auch wieder ein bisschen blöd an, einfach. Ein bisschen? Ja, ein bisschen, voll. Und wow, und man bemerke, die Musik ist geil. Davor waren sie so ein bisschen, war sie auch noch geil, aber das ist die Todesbrand Musik. Ah. Da kannst du nicht groß was machen. Du musst schon wieder zurück. Ach so, aber hier warte, ich wollte was ausprobieren. Okay. Ich schon von Anfang. Erstmal ob ich hier. Ah, gucke, das war es schon mal wert hier zu bleiben. Ja. Ein Rubik mehr. Wenn ich schon hier bin, da oben war einmal ein Durchgang. Da war die lustige, das lustige Kopftrio, was mit dir noch so nett plaudert. Trio, Trio, Trio. Genau. Irgendwo hier war noch ein Tunneleingang, wo es eh nicht weitergehen. Da war... Was war da? Ja, wen hat's gesagt? Hm. Wen hat ein Geräusch gemacht? Ja, wen hat's gesagt? Sehr bekanntes Geräusch, wie wir schon aus Bochum. Ja, das war, die war hier, das weiß ich. Oh, willst du's aber das meinte ich nicht. Da war noch, es gab noch zwei andere und in einem war ich schon drin und in dem anderen ging es einfach nicht weiter. Wie wir wissen, ob das daran lag oder also dass wir uns nicht verwandelt haben oder so, dann geht dafür halt den der Rest davon mit drauf. Dann werden wir danach auf die Folge. Was? Dafür haben wir noch gar nicht gemacht. Ja, du bist hier ganz hin, ne? Ganz hin. Das war genial. So, dann waren wir ja schon. Aha. Total, war das doch der hier? Weiß ich nicht. Werfen wir mal kurz einen Blick rein. Ja, hallo, ja, oh, hier sind's wieder. Na, wie geht's? Okay. Oh, du siehst nicht mehr so hässlich aus. Nur so ein bisschen weniger hässlich. Alles klar, dann. Und sie sind geil, du Leder. Ich finde sie voll hässlich. Ey, am Arsch. Ja. Oben rum. Doch oben rum. Scheiße. Oh Mann. Alter, diese Kacksteine, ne? Das war schon sehr schön penetrant. Hier, das ist eine Schräge, mach mal einfach A, dann kannst du das alles da durchdenken, wenn du dich an die Schräge da oben hältst. Voll geil, ey. Nee, das ist geil. Weißt du, das letzte Mal hast du es nicht gemacht, und dachte ich so, nee, also irgendwie... Irgendwie musste das jetzt mal sein. Das hat mich ein bisschen, geärgert. Dass du dich da so Stück für Stück... Du stehst darauf, oder? Ja. Okay. Jum, 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 flatsch. So geht's auch, jetzt startest du wieder im Dings. Genau. Hoffe ich mal, ja. Die Auswahl. Ja, gut, du Simon kannst, Geld. Kannst sogar beim alten starten. Kommen wir mal Sanctuary einfach. So. Dann. Ganz kurz. Das sind jetzt die 7 Kristalle da, die ich suchen muss, nicht von den 7 Mädels, die da gefangen sind, genau. Die Nachfahren
der Weisen. Männer. Ja. Nur jetzt haben sie es natürlich korrekt gemacht. Mit so einem Rhythmusfall. Du wolltest ein Lied machen, oder? Ja. Du bist ein Komponist. Ja. Okay. Nein, das ist korrekt. Nein. Okay. Am Arsch. Jetzt willst du ja wieder in die Fackel werfen. Ja, ich muss nur gerade, da oben gab's das eine Ding. Bin nur gerade am überlegen, ich glaube, im Schloss gab's da noch so. Irgendwo gab's noch so eine Möglichkeit auf jeden Fall. Ich glaube, die war im Schloss. Das heißt, ich muss zum Schloss. Das heißt, hier bin ich ein bisschen falsch. Irgendwie habe ich voll den Umweg genommen, fällt mir gerade mal so auf. Jo. Muss also sein. Vielleicht haben sie mit der Mondpferde was Wasser drauf. Ja, Colin, vielleicht mache ich das aber trotzdem nicht. Ja, du wirst es nicht wissen. Nein. Mondperle verhindert nur, dass ich mich in... Vielleicht gibt es hier Jesus-Kräfte. Genau. Vielleicht hatte Jesus auch die Mondperle. Vielleicht auch nicht. Arsch. Deswegen ist er voll tot auferstanden, dank der Mondperle. Die hat alles gemacht, ne? Ja. Yay. Oh, yes. Na los, komm her, Schnucki. Komm her. Ja, jetzt ist doch auch. Ah. Das klang mal wieder abartig, wie Steffen, so wie immer. Du kennst mich ja. Hm. Ich hab auch mal den Eingang. Liegt hier jetzt immer noch die faule Leiche von Faddeln. Wäre geil, wenn das Skelett jetzt liegen würde. Ja. Und dann so die dann wenn da ganz viele von diesen Ratten, die da am Knabbern sind. Ja. Na. Scheiß drauf, ey. Bist du jetzt ja genau. Bam, na, voll der Geheimgang hier. Ja, oh! Mann. Die eigentlich so stehen? Natürlich, bei Ballon und so. Wer weiß, ist da unter gewesen wäre. Vielleicht so ein Typ. Ja. Die ganzen neue. Das ist auch so ein Holzkopf-Trio. Ja, die drei sind. Die drei hängen mal dann in der Zeit ab. Das ist immer witzig. Ich könnte eigentlich. Da ist nix, miau. Oh, super, das sagst du mir jetzt. Naja. Ich könnte eigentlich mal die. Hui. Mit Magie. Es kommt viel Spaß. Ja, ja. Oh. Oh, jetzt haben wir alle der geilsten Overworld-Team ever. Schön, dass du da drüben Fernseher. Das ist die Anlage. Ja. Genau. Die Anlage. Wird eigentlich noch Pfeilkapazität erhöht und so? Geht nur von außen. Boah, nächstes ist ja unmöglich. Schön immer unter den Steinen nachgucken. Ne? Wer weiß, wie viele Typen da unter rumspielen. Ja. Okay. Boah, das haben sie nicht kommen sehen. Guck mal. Ja. Gleich noch viel Zeit. Wunderbar, genau so war das von mir geplant. Schön am Rasen hin. Ja, das kann er ganz gut. Oh cool. Gut, dann versuche ich jetzt mal wieder was Sinnvolles zu machen. Was passiert denn, wenn ich hier wieder hochgehe? Ja. Dann bleibe ich in der Schattenwelt, das ist doch sehr schön. Ich wollte trotzdem auf der Masse gewinnen. Ups, das war nicht geplant. Eine Topfpflanze. Oh, ja. Tja, das passiert, wenn man Pflanzen nicht gießt. Sie werden sauer und mutieren. Das ist nicht gut. Also Lektion, kümmert euch immer um eure Pflanzen. Genau. Wow. Oh, da warte, wie wird das jetzt ja? Oh,
Tobias. Ich weiß jetzt nicht, ob hier eine Bombe helfen würde, aber wenn das schon so dieser hohle Ton ist, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass da nichts hinter ist. Ich würde trotzdem eine Bombe da legen. Mhm. Ich habe 10 Stück. Oh Mann. Naja, die waren schon ziemlich offensichtlich. Ja, ist sie, aber das waren auch andere und das war dann doch nur... Okay, wollte ich jetzt nicht an, aber... Tja. Jetzt verbrauche ich alle Bomben, Colin, das hast du davon. Wo ist den Mushroom ranhalten? Oh, Mushroom, öffne diese Tür. Zelda. Na, was schätzt du denn dann? Dass das wirklich geklappt hat. Schicker Hintergrund. Was sehen wir im Hintergrund? Sonne? Na, den Todesberg. Ah. Der. Okay, die Frage ist, bringt mir das jetzt irgendwas, dass ich hier bin? Kann ich hier nochmal ran? Nee. Okay, bringt mir nichts. Habe ich festgestellt. Gut, also rein kannst du. Wie rein? Also rein kannst du einfach ganz normal, aber das ist kein Ding. Oh, in die Tür rein. In die Tür rein. Ja, hatte ich gerade gemacht. Ja, dann hast du es wieder so gemacht wie bei den Steinen. Du hast ein bisschen gebetet und es hat nicht funktioniert. Nee. Oder bin ich blöd? Selber. Und mal die andere Tür noch. Dann müsstest du ganz normal rein können eigentlich. Naja, sie wollen gerade nicht gestört werden. Weil, naja. Aha. Ja, okay, hier scheint es dann wohl nicht zu gehen. So weit, wie ich das sehe. Aber klar, weil der fette die Tür. So, aber es ging hier ja. Rechts weiter. Oh, immer schon rechts. Na, oh, ah, jetzt habe ich das Schild wieder rausgeraubt. Oh Mann, ey. Warum? Verdammt, ich hatte noch den Spiegel drauf, ne? Ja. Alter! Stinker! Der Stinker. Und dann droppt er nicht mal was, der kleine Spacken. Ja, für die Büsche um zum Herr. Wenn's auch mal eine Biene kann ich schauen. Was bringt überhaupt eine Biene im Glas? Tja. Gar nichts, cool. Also vielleicht freilassen. Ja, dann sticht sie nicht. So wie letztes Mal, als ich sie freigelassen habe. Ja, wie gesagt, vielleicht war der Morgen. Du hast doch nie eine Biene freigelassen. Hä? Doch. Achso, nee, nee. Nicht aus dem Glas. Ja. Nicht aus dem Glas. Toll, sticht mich wahrscheinlich trotzdem. Vielleicht war der Magier allergisch dagegen. Ein Herz. Nicht gut. Ich spitze. Ja, ich auch. Ah. Echt nicht. Abwarten. Ich spitze. Das kann auch da falsch klingen in der Aufnahme. Ja, genau, Bene. Du hast die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen... Ja, du jetzt auch. Und dann... Oh. Klingt ganz falsch in der Aufnahme klingen. Ist das auch noch mal gemacht? Ja, das ist genau das, was du gemacht hast. Das klingt hast. Sehr falsch in der Aufnahme klingen. Da solltest du aufpassen. Tja, bei mir hat man das jetzt ja schon gesagt, dass es falsch klingt. Naja, aber Steffen kann es ja anders zusammenschneiden, dass deine Erklärung davor nicht kam. Und du einfach nur... und fertig. Warum sollte man sowas nicht wiederholen, wenn das die Aufnahme läuft? Ich glaube, ich habe auch noch eine Aufnahme von euch. Muss mal wieder zusammenschneiden. Tu es. Habe ich vor langer Zeit aufgenommen. Nach langer, vor unserer Zeit. Genau. No. Letzte habe ich ja, glaube ich, immer noch auf dem Handy. Nur Totenkopf. Totenkopf? Da habe ich gleich einen Totenschädel. Ein Dildo ist das ja aus der Erde. Das könnte man auch missverstehen, Steffen. Ja, aber bei mir ist man es gewohnt. Ein Haus. Geil. In der goldenen... Wer wohnt da wohl? Nee, mit der goldenen in der Schattenwelt ist das, oder wie heißt das noch da? Den Namen die vergessen. Pflanze wohnt da drin. Ja, jetzt schon. Sie ist neu eingezogen, neu oh Nachbar. Geil. Schön die Felder zerstören. Okay.
Stein kann ich nicht rauskommen. Schlagen geht schneller. Ja, mag sein. Ich mach's lieber Mainstream. Schlagen ist. Das ist nicht, ja, das ist es. Für mich schon. Alles Definitionssache. Yeah. Ja, geil, ich kann wieder was kaufen. Und einen geileren Schild. You need that item, why not select? Okay. Don't need that item. Hier ist nichts anderes, du Dumme. Ach, egal. Was ist das? Sieht aus wie ein Fuchs. Nope. Ja, kannst jetzt ja nicht schon kaufen. In such a dangerous world, you may need many things. Select something benign. Oh, warum kann ich das nicht nehmen, weil meines schon besser ist? Keine Ahnung, weil es das Schild ist, was du trägst. Ich war ein bisschen genauer drauf hingekommen. Nö. Das ist jetzt ja Quatsch, Dena. Was, ich hab ein Schild? Das war da viel grauer. Das es gab eine Rückseite? Konnte man nicht erkennen. Oh, guck mal, Soldberg. Macht der jetzt wieder hier? Er wollte mit dem rumspielen. Genau, ganz viele Soldbergs. Das ist die Soldberghöhle. Grube. Eine Folie kann ich da runter. Und Soldbergs töten. Und hier wieder volles Life. Das muss ich sagen, erinnert mich jetzt so rum, weil ich es halt in einer anderen Reihenfolge gespielt habe, an Cave Story Plus. Wenn du halt längere Zeit keinen Schaden genommen hast, konntest du ja immer deine Waffen aufleveln noch. Weißt du, dass sie dann heftiger wurden. Daran erinnert mich das gerade ein bisschen. Der Glitzer-Ultra-Modus. Von dem ich auch der erste. Ne, der zweite, der sieht komisch aus. Einer von den anderen. Und der mittlere. Mittlere ist nicht komisch. Das ist ja vor von der Farbe. Jupp. Oh. Und ich bin ins Wasser gesprungen. Und dort hat sich rum. Kann der Hauptcharakter aus GTA eigentlich auch nicht. Ey! Wo wirft er denn hin? Auch Mensch Zelda, ey. Curses to anyone who throws something into my circle of water. Stones. Stones und so, ja, macht Sinn. Curses! Erstmal was reinwerfen. Was it you who disrupt my peaceful nap? I will give this to you if you go away. Cool. This is a quake medallion. Its magic causes the ground to shake and defeats nearby enemies. Watch your magic. Oh cool. Anzeige. Ja. Match. Ich hab mal was reingeworfen. Nee, ich lass es jetzt. Ich hab hier außerdem nichts mehr voller. Oh. Du hattest gerade noch was. Ja, aber jetzt nicht mehr. Jetzt wieder. Oh. Soldberg ist wieder da. Ja. Ich ignoriere mich nicht. Würde. Bitch. Gegend. Wow. Wow. Sieh mal, weil die fängen dich. Nein, das würde anders aussehen, Colin. Aber da fällt mir ein. What? Die Folge ist extrem lang. Ja. Naja, ist ja nicht unbedingt was Schlechtes, aber da ich das Ganze ja auch wandern und hochladen muss und das ziemlich lange dauert, beende ich hier mal die Folge bei dem Haus. Mach! So. Ich bedanke mich an der Stelle hier fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.